Einen schönen guten Tag, Freunde. Willkommen bei Easy Lifestyle. Heute mal draußen. Wir haben wirklich sehr schönes Wetter und ihr habt schon in der Vorschau gesehen, was wir hier gerade gefilmt haben. Eine 50 cm Zigarette. 50 cm, nicht falsch verstehen, aber die ist 50. Zigarre besser gesagt, genau, sorry. Vom KDW haben wir die geholt, ne? Also Kaufhaus des Westens ist in Berlin, falls der eine oder andere das nicht kennt. Mein Kumpel wiedermals dabei. Und kannst du keine was erzählen, Ahnung, Dickerchen, eventuell, ne? Vielleicht die größte Zigarre der Welt. Nee, glaube ich jetzt nicht, aber das war irgendwie so eine Special Edition da. Da war ich zufällig gerade oben am Kiosk, da wo die Zigarren und sowas sind. Da gibt es extra so eine Abteilung. Und dann lag die halt so da, da habe ich mich für interessiert. Der Verkäufer meinte, ja, da haben wir nicht mehr viele von da. Da habe ich gesagt, ja, okay, dann nehme ich meine. Obwohl ich ja gar kein Raucher bin oder sowas, aber fand ich interessant. Genau, aber Freunde, für euch werden wir heute mal zum Rauchern. Ne? Ja, wir wollen es mal nur puffen, also wir wollen es schon immer mal probieren. Genau. Also auf Lunge werden wir sonst... ich glaube, das würde keine gute Idee sein, weil das hatte ich vor ein paar Jahren gehabt, wo ich mein Abi gemacht habe. Genau. Und hier ist auch ein Spatz gerade. Und wie gesagt, man merkt, sehr vertraulich. Ja, Spätzle, ihr möchtet auch rauchen? Nee, ich hatte mal wirklich eine Zigarre geraucht auf Lunge und ihr glaubt mir nicht, ich kam von der Toilette nicht mehr runter. Genau so, und zwar damals auch in der Schule so. Ja, und das würden wir jetzt gerne probieren. Aber nee, sieht auch interessant aus. Ja. Ist hier in so einer schönen Holz ist es, ne? Verpackung, Schachtel, wie auch immer. Ja. Und hier steht Handmade in Mexiko. In genau. Mexiko. Habt ihr ja gesehen, Freunde? Ja. Da pack's mal aus, Dickerchen, wa? Ich bin mal gespannt. Oh. Wollen wir mal sehen, wie es so wird? Erstmal alles um Boden schmeißen. Nee, machen wir. Kannst du mir in die Hand geben? Ich habe hier, ja, hab hier an der Seite Müll. Der Hund wollte mit kannst dabei mir sein. Geben, ich habe hier an der Seite Müll. Genau. Achso, da bei dir ist ja der Müll. Genau. Da hinten zwar auch einer, aber das muss weiter weg. Hier der bei dir auch. Muss in der Nähe. Okay. Hört ihr das, Freunde? Das hört sich doch schon mal gut an. Oh. Ja, Dicker. Oh. Zieh mal ab. Warte, ich mach mal das kurz weg. Gib mal her. Leg mal erstmal hier hin. Kann man nicht nachher den Müll reinpacken. Und? Zigarre halt. Aber du riechst es nicht, war, weil es nee, ist noch sehr gut verpackt. Kaugummi haben wir schon am Start, weil wir sind ja jetzt keine Genießer davon oder so. Die wollen nur nicht. Ich weiß ja, wie es ist. Also ich glaube, die Zigarre, wenn wir probieren mal, wie weit wir schaffen. Ich glaube, irgendwo stand, dass sie eine Stunde dauern sollte oder länger. Oder länger sogar, war. Und wenn man die nicht schaffen sollte, kann man ja natürlich abschneiden und nächstes Mal weiter rauchen. Aber mal gucken, wie wir das da so machen. Wie wir das handhaben. Aber ich glaube, wir werden es jetzt nicht eine Stunde rauchen, weil dann sind wir wirklich baff und tot. Mal sehen. Wollen die auch nicht kaputt machen hier? Alter. Heftiges Teil. Also die Holzschachtel, muss ich sagen, gefällt mir richtig gut, Freunde. Richtig cool. Können wir mal zur Seite legen. Oh nein. Wir haben einen Fehler gemacht. Warum? Aber zum Glück habe ich ein kleines Messer dabei. Weil? Wir hätten die ja anschneiden müssen. Ich habe zu Hause einen Zigarrenschneider. Ja. Den habe ich leider jetzt nicht dabei. Müssen die anschneiden, sonst können wir die gar nicht rauchen. Ehrlich? Ja, ja, na klar. Okay, du kannst ja abbeißen. Nee, das ist nicht gut. Machen aber viele diese... sonst zerstören wir die Struktur oder so, keine Ahnung. Okay. Aber ja, sieht schon mal crazy aus, wir müssen aufpassen. Nicht, dass sie noch kaputt ist. Ist sie schwer? So. Also wirkt sie irgendwie schwer oder? Eigentlich nicht. Kannst du auch mal in die Hand nehmen, vorsichtig. Handmade. Oh, das ist wirklich sehr leicht. Aber man merkt, ja, sieht cool aus. Das Video wird Stunden gehen, Leute. Habe ich das Gefühl. Freunde, Freunde, Freunde. Wir können euch schon mal hinstellen kurz, wenn ihr wollt, aber ich glaube lieber halten. Falls euch der Preis interessiert, 2100 Euro. Nein, wie teuer war das genau? Wirklich 2100? 2100. Hast du gezahlt dafür? 50 Jahre. Wir sind krank, oder? Lustig wäre auch, wenn die zerbrechen würde, ey. Ich glaube, bei dem Preis würde sie nicht zerbrechen, Leckerchen. Nee, die hat komischerweise vom KDW dein Müll bitte rein. 21 Euro gekostet. War nur ein Scherz, Freunde. 2100 Euro, da könnte man was anderes damit machen. Die wird uns wegpusten. Lass mich mal riechen, Dicker. Darfst du nicht filmen, wie ich das aufschneide, weil sonst sagen die noch illegal und so. Du musst dich jetzt mal kurz filmen, Dicker. Boah, das riecht wirklich. Ja, ich muss die aufschneiden. Ich muss ehrlich sagen, die riecht richtig gut. Also ich bin jetzt kein Fan davon, aber... Halt mal kurz fest. Misterchen, ja. Warte, warte, Dicker, ich helfe dir mal. Genau, halt mal da ein bisschen fest. Oh. Ja, das ist nicht so schlimm. Na, um Gottes Willen, alles gut. Zack. Das gute Essen. Das kann man. Halte kurz fest. Biologisch abbaubar. Einen Moment. So, Freunde. Ey, Dicker, was ist das für ein Riesending?
seit 1830 gibt es diese Firma hier. Mein Ding Schlingeling ist XX Large, hat Playboy gesagt. Mhm. Boah, können wir daran so ziehen? Das wird richtig unangenehm werden. Die oder du machst andere Seite. Hätten wir auch machen können, geht das nicht? Ist auch geschnitten eigentlich. Doch, ist dieselbe Seite, Dicker. Okay, die werden uns auch. Wir haben jetzt gar keine Ahnung, aber für Leute, die Zigarrenliebhaber da draußen, Freunde, wenn wir was falsch machen, könnt ihr es auf jeden Fall sagen. Feuerzeug hast du oder machen wir. Eigentlich machen wir ein Streichholz. Eigentlich oder? Machen wir mit Streichholz. Aber warum ist das denn so? Irgendwie wegen dem Aroma. Aber wie gesagt, wir haben sowieso gar keinen Geschmack dafür. Mhm. Von daher, also soll ich es erstmal so anzünden, ja? Ja, mach ruhig. Das wird crazy, Leute, werden. Guck mal vorne. Warte mal, lass mal genauso für Thumbnail. Okay, perfekt. Oh, oh. Und? Bei mir ist auch mal dann brutal Speichelfluss. Leute, nicht runterschlucken. Sonst werdet ihr high. Ich muss mal meinen Kaugummi ausspucken. So weg ist er. Und? Willst du filmen, Dickerchen? Oh, das ist nicht so dein Fall, wa? Doch, das ist halt Zigarre, ne? Ich sehe jetzt gar nicht, ob ich dich drauf habe. Im Fokus, ja. Ich muss sagen, ich gewöhne mich dran. Das Ding ist wie ein Schwert, ey. Oh. Zieh noch mal ein bisschen. Warte, nicht, dass du mich hier verbrennst. Ja. Wahnsinn. Also schöne Grüße erstmal an meinen Bruder da, mein leiblicher Bruder. Er wird dieses Video bestimmt feiern. An Achwell? Genau. Schöne Grüße, Dickerchen. Oh, ey, ohne Scheiß. Das ist, man kann sich dran gewöhnen. Für Silvester so mit 5, 6 Freunden, wa? Dann geht's auf jeden Fall klar. Genau. Aber ich, wie gesagt, ich weiß nicht, ob die immer vorhanden ist. Das ist mega nice. Freunde, das kann man nicht wegschmeißen, aber Speichelfluss. Das ist abgekühlt schon. Friedeibel. Wir machen gleich wie die Indianer, immer abwechseln. Ja. Genau, man muss jetzt halten. Mal sehen, wie lange die anbleibt. Ey, Dicker, die bleibt ewig. Nur auf die Backe, mal, wa? Leute, das ist krass. Freunde, mach mal weiter. Ich zeig euch mal hier ein bisschen die Gegend. Hier sieht es richtig schön aus. Wir sind hier gerade in Charlottenburg. Schön am Wasser. Hört ihr das zwitschern? Und Dickerchen, wie ist das so? Seid mal ehrlich. Ist nicht so dein Fall? Ja, das ist stark, als was für Raucher. Ehrlich, ja? Ich bin kein Raucher. Ja, wir sind nicht Raucher, aber ich muss ehrlich sagen, ich rauche ja manchmal Shisha und deswegen ist das eigentlich für mich ganz in Ordnung. So schlimm ist es jetzt nicht. Aber das ganze Ding wegzuballern ist schon ordentlich, wa? Aber wir schmecken auch nachher dementsprechend aus dem Mund. Deswegen nachher schön ausspülen, Zähne putzen und was essen. Zum Kuss mit den Frauen. So, ich halte Nico, das schaffst du. Der Strong Boy hier. Boah. Die Hände werden brutal aber nachher stinken. Ohne Scherz jetzt, wenn man so die Struktur anguckt, vielleicht fokussiert es nicht. Das sind richtige Tabakblätter, also jetzt nicht geschrotet oder so, wie man das so nennt. Wirklich richtig, richtige Blätter, wa? Handmade. Nee, also, sieht schon sehr gut aus. Also wirklich sehr, sehr gut. Wir können ja nebenbei noch ein bisschen Matrizenrechnung machen, eine Matrix bilden. Und ja, jetzt sind die meisten Leute bestimmt geschockt, weil Big Size ist halt Big Size. Ja. Ja. Hm. Guck. Die ist wirklich mega. Die Leute feiern das. Die sagen, was haben die da in der Hand? Nee, später geht es erstmal ab, was essen, dann kriegen wir auch ein bisschen den Geschmack weg. Boah. Guck mal, Freunde. Ich muss mal kurz. Boah, Alter, das riecht zu mir rüberkommen. Pfui, musste spucken gerade. Ich meine, wir müssen es einmal ausnutzen. Und dann muss man es einmal ausnutzen. Ja. Kann man mal machen. Kannst du mal auf jeden Fall nochmal richtig dran paffen. Er guckt uns auch richtig geil an. Ja, die Leute sind fasziniert von der langen Zigarre. Er redet mit seiner Freundin, danach guckt er rüber, was geht hier ab. Ja. Ihr seht, Freunde, also ich muss ehrlich sagen, ich bin auch ein Typ, der ein bisschen schüchtern ist.
und auch sich nicht traut, alles zu sagen oder sich draußen zu filmen. Aber in dem Moment, glaube ich, wenn man mit einem Kumpel ist, das ist ein bisschen lockerer. Hat irgendwie so ein krasses Aroma auch noch. Ja. Also sowieso stark, ein sehr, sehr starker Tabak. Aber es ist cool. Die Insekten haben wir auf jeden Fall erstmal verscheucht. Ja, genau, Freunde. Eigentlich zieht man auch nicht so brutal dran, aber gut. Ich muss erstmal wieder ausspucken. Speichelfluss. Boah. Du wirst nachher sterben im Bock. Ey Freunde, ich muss die Kamera schon so weghalten und guck mal, wie wenig wir bis jetzt geraucht haben und wie lange das noch ist. Was macht man auch nur einmal und nie wieder? Guck mal, wie lange. Also es dauert ewig schon. Wir filmen ja schon ungefähr 10 Minuten. Wahnsinn, Freunde. Also wenn ihr das in der Wohnung macht, könnt ihr gleich mal neu tapezieren. Dufte, kann man es abklopfen? Den geht gar nicht. Ja, oh, ist abgegangen, Freunde. Auf die Hose bisschen zwar, aber ist nicht so wild. Ja, Freunde, kannst du mal kurz halten, Dickerchen? Ja, ich glaube, wir kommen langsam zum Schluss, Dickerchen, wa? Also was hältst du eigentlich von... Ja, ich glaube, die werden wir hier nicht fertig machen. Das ist ja ein heftiges Teil. Aber es hat sich gelohnt, oder? Ich fand es jetzt nicht so schlimm. Nee, ist auf jeden Fall mal interessant gewesen. Ja. Entweder nimmt man die noch mit, wir werden noch ein paar genüssliche Züge nehmen. Wir versuchen irgendwie in dieses Thema reinzufinden, sagen wir mal so. Ich glaube zwar nicht. Man sagt doch immer, auf den Geschmack kommen, aber... Ja, guck das mal. Also die Leute, die wirklich vorbei hier fahren die ganze Zeit. Von Weitem sieht das halt aus wie ein Stock. Sagen, was haben die, irgend so einen Stock und dann haben die den angezündet? Nee, also ich muss ehrlich sagen, man kann es mal machen. Man muss es jetzt nicht immer, Also es schmeckt nicht schlecht. Klingt es für einen Typen, der... Für dich schmeckt es schlecht jetzt? Also ist nicht so dein Fall. Ich bin kein Raucher, ich werde auch nie ein Raucher werden. Ich auch nicht, aber ich muss ehrlich sagen, es ist jetzt nicht so schlimm, fand ich jetzt. Ich könnte auf den Geschmack kommen, wenn ich irgendwann mal, weiß nicht, Bock drauf habe. Aber muss jetzt nicht sein, aber für die Zigarrenliebhaber, Freunde, das müsst ihr mal ausprobieren. Und KDW. Ja, Freunde, genau. Bei KDW in Berlin, Kaufhaus des Westens. Aber ansonsten, Freunde, ja, wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns freuen über ein Like. Liken, teilen, abonnieren, wie immer. Genau. Unterstützt uns damit und falls ihr Inspiration habt zu was anderem, könnt ihr ja gerne in die Kommentare schreiben. Und ansonsten, Freunde, sehen wir uns im nächsten Video. Euer Easy Lifestyle. Bis dann. Ciao, ciao.